Hallo und herzlich willkommen hier bei JB Spielwaren auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es um die brandneue Minifiguren-Serie Nummer 23, die 71034 und die 71036. Das ist hier das Sixpack, haben wir auch mit dabei. Genau, wie ihr sehen könnt, ich habe die Figuren hier schon geöffnet und wir wollen uns in diesem Video jetzt mal nicht um ein Speedbild und um ein Unboxing kümmern, weil das ja relativ witzlos ist, sondern wir gucken uns die Figuren im Detail an. Ich habe dazu hier auch den entsprechenden Beipackzettel. Ich habe dazu hier den entsprechenden Beipackzettel auch vorliegen und wir können die Figuren uns hier dann gleich mal im Detail anschauen. Außerdem interessiert euch bestimmt die Boxverteilung. Da kann ich vorwegnehmen schon mal, es sind zumindest in meiner Box 3 komplette Serien enthalten, also jede Figur 3-mal von diesen 12 Figuren. Genau, wie die Verteilung genau aussieht für diejenigen von euch, die nicht suchen wollen, habe ich mir auch mitgeschrieben beim Aufmachen. Von daher können wir uns das dann auch zusammen angucken. Später können wir dann noch hier die 71036 uns mal anschauen, die es ja auch bei einigen Händlern wie bei uns zum Beispiel gibt, als tolles Sixpack. Wir starten jetzt mal mit den Figuren. Und ja, von oben nach unten ist der erste in der Reihe hier der Nussknacker. Eine richtig coole Minifigur, wo ich von vielen Kunden auch tatsächlich schon gehört habe, die gleichzeitig A-Volt sind, dass der Oberkörper super, super gebrauchbar ist für beispielsweise Rotröcke von den Piraten. Ansonsten haben wir hier ein doppelseitig bedrucktes Gesicht, ein komplett neues Kopfteil hier oder Haarteil mit dem ausladenden Hut, einen goldenen Säbel und so eine Nuss. Und weil es so schön ist, gibt es den Säbel hier nochmal als Ersatzteil und auch die bedruckte Nuss. Hoppala, da rollt sie schon weg. Auch die bedruckte Nuss gibt es zweimal. Genau, also sehr cool. Eine wunderschöne Figur hier mit Dual Molded Legs und dann auch nochmal bedruckt. Ich glaube, bedruckte Arme, da kann man nicht viel falsch machen, beziehungsweise da hat Lego nicht viel falsch gemacht mit dieser richtig coolen Figur. Nächste in der Reihe ist hier unsere Zuckerstangenfee, auch mit vielen tollen Elementen dabei. Wir haben zum einen die kurzen Beine, die hier vorne bedruckt sind, dann diesen Ballerina-Rock oben bedruckt mit rosa und Sternchen drauf, dann den Oberkörper, der von vorne wie von hinten, glaube ich zumindest, jo, von hinten bedruckt ist. Hier die Feenflügel mit der Bedruckung. Und dann habe ich natürlich auch hier ein doppelseitig bedrucktes Gesicht mit so, ja, Party-Elementen, will ich mal sagen, oder Zuckerstangen-Elementen draufgedruckt. Hellblondes Haar und eine weiße Krone. Die weiße Krone ist nochmal mit im Set enthalten. Und Highlight vielleicht oder wahrscheinlich ist hier diese Zuckerstange. Sehr cooles Element. Alle Figuren haben natürlich hier wieder diese schwarze Bauplatte mit dabei. Nächste Figur in der Reihe ist der Schneemann und als ich den gestern gebaut habe, war ich sehr überrascht oder sehr positiv überrascht, denn erstmal von außen, ja, sieht er aus wie ein Schneemann, von hinten wenig bedruckt. Die Beine sind überhaupt nicht bedruckt. Ich habe dann hier den Besen als Zubehör. Ich habe hier die Möhre, die, glaube ich, bei Olaf es auch schon gibt, die hier nochmal als separates Element ersatzteilmäßig dabei ist. Einen roten Schal, soweit so gut. Dann kann ich hier das Teil vom Hut noch trennen, aber Highlight für mich ist der Kopf drunter. Es ist nämlich auch hier steckt ein Lego-Männchen drunter und zwar ist das auch wieder ein Kostüm. Finde ich sehr, sehr schick und konnte man, also ich wusste es vorher zumindest nicht, deswegen super überraschend und ganz toll, wie ich finde. Nächste Figur, wir machen direkt weiter, ist hier unsere Rentierdame. Ich wiederhole mich zwar, wenn ich sage, tolle Figur, ich komme nachher mal noch zu meinen Highlights, aber ich finde sie alle recht gut, deswegen kann ich das auch bei fast jeder Figur sagen. Wir haben hier ein Geschenk mit dabei, das ist bedruckt auf der 2x2 Fliese. Das Rentierteil hier ist, glaube ich, neu. Wir haben dann eine Bedruckung vorne und hinten und die Beine sind auch nochmal bedruckt hier unten auf den Füßen. Und wir haben das Lebkuchenherz. Sehr coole Ergänzung zum bestehenden Sortiment von Cookies und Co. Und das gibt es eben dann auch gleich zweimal.
kann man noch einmal sich ersatzteilmäßig oder irgendwo in seiner Lego-Stadt dann verwenden. Genau, das ist Figur Nummer 4. Und es geht direkt weiter mit einer Highlight-Figur, wie ich finde. Das ist eine meiner Highlights. Das ist hier unsere Elfin. Und zwar fange ich hier mal mit dem Zubehör an, denn wir haben hier einmal das Schneehaus mit einer bedruckten Schneekuppel und die 1x1-Platte, die hier eben bedruckt ist mit dem Häuschen. Und weil es so schön ist, gibt es das Haus komplett doppelt. Also ich habe es hier einmal in der Hand und einmal habe ich es hier, was richtig cool ist. Und dementsprechend hier haben wir dann die Elfin, die Winterelfin mit dual-molded oder mehrfach gemoldeten Beinen, die an der Seite dann nochmal bedruckt sind, vorne bedruckt sind, einen auf beiden Seiten bedruckten Torso und auch hier zwei Gesichtsausdrücke. Dann habe ich hier so mit Soft Rubber habe ich hier diese rötlichen Haare. Also das ist für mich eine mega coole Figur, vor allem weil man eben dieses Winterhäuschen hier auch doppelt bekommt, was mir super gut gefällt. Dann eine Figur, die aus meiner Sicht ja eine der schwächeren ist hier in der Reihe oder eigentlich die schwächste, könnte man sagen. Ja, ist hier das Mädel oder die Frau, die so ein bisschen space-mäßig daherkommt. Oder Litfaßsäulenfrau habe ich die genannt. Ich weiß nicht genau, was es darstellen soll. Vielleicht ein Roboter mit einer Schere. Ich habe hier dann ein On-Off. Auf der anderen Seite ein metallenes Pflaster. Recht witzig zugegebenermaßen. Dann hier einen rudimentären Bildschirm, mit dem ich irgendetwas steuern kann. Was sehr cool ist, ist glaube ich brauchbar, es ist Oberkörper und Beine, die bedruckt sind. Ich habe ein doppelseitig bedrucktes Gesicht und hier eben dieses bedruckte Oberteil. Ist eine Figur, die aus meiner Sicht da irgendwie nicht so reinpasst hier in die Serie und auch sonst ja nicht so wahnsinnig cool ist. Das gleiche gilt auch für diesen Popcorn-Jungen, denn dem fehlt leider jegliches Zubehör. Da hätte ich mir so einen 1x1-Stein mit Popcorn-Aufdruck gewünscht, denn ansonsten ist die Figur natürlich recht witzig und sehr cool. Einen nicht bedruckten Oberkörper, was ein bisschen schade ist, hätte man, wie bei der Frau hier, hätte man ruhig nochmal was bedrucken können. Was ich super finde, sind die dunkelroten kleinen Beinchen. Und ich habe auch hier den beidseitig bedruckten Kopf. Das Teil hier ist neu, passt super zur Pizza und so weiter, was es alles gibt. Also mit ein bisschen Zubehör wäre die Figur, käme die bei mir besser weg. So ist sie okay und witzig, aber eben kein Highlight. Die nächste Figur ist hier unser Handwerker im Wolfskostüm oder andersrum. Hier sieht man nochmal, wie er sich anstrengt. Hopp, der Wolf. Und versucht das Haus wegzupusten oder was auch immer. Wir haben dann hier das Schwanzelement. Wir haben Dual-Molded Legs, die bedruckt sind und zwar von der Seite und von vorne. Der Torso ist, glaube ich, sehr cool. Ich habe hier, den habe ich euch schon gezeigt, den Kopf. Und was so ein bisschen Highlight für mich ist, ist hier dieser Sack, der bedruckt ist an der Seite und schon bessere Tage erlebt hat, aber eben immer noch funktioniert. Genau, so jetzt kommen wir schon zum Endspurt, nämlich den letzten vier Figuren. Wir haben hier einmal den Truthahn-Jungen oder Truthahn-Mann, der sehr brauchbare, irgendjemand sagte mir, da kann man bestimmt was anderes draus bauen. Jetzt ist es mir komplett weggefallen. Das hier sind die Arme oder die Flügel. Ich habe dann hier dieses Teil für den Truthahn, das leider immer wieder so ein bisschen locker geht. Also das hier ist eine Konstruktion, die ist semi-gut, weil es immer wieder hier dazu führt, dass das abfallen will. Ich habe hier Dual-Molded Legs, die nicht weiter bedruckt sind. Von vorne wie von hinten ist ist der Oberkörper bedruckt. Vielleicht mache ich aber auch irgendwas falsch. Nee, es muss so. Und das Gesicht guckt einmal richtig bitterböse und einmal nicht, warum der jetzt so böse guckt, kann ich nicht sagen. Alle anderen Minifiguren haben eigentlich eher einen freundlichen Gesichtsausdruck, da finde ich diese Seite hier auch wesentlich besser. Dann dieser Truthahn hier sieht sehr cool aus und was ich auch schön finde, ist, dass der Kürbis mit dabei ist. Genau, auch hier gibt es ein Ersatzteil, nämlich dieses kleine grüne Elementchen. So, next one ist hier der Kapitän. Super cool,
Auch ein Highlight, definitiv. Da ist hier dieses, wie bei denen, dann gibt es ja schon was mit Flugzeug und mit Auto. Jetzt gibt es eben hier so ein Schiff, was die Figur zu Karneval anzieht. Wie auch immer, eine nicht bedruckte dunkelblaue Hose. Und dann habe ich einen hervorragenden Kapitäns-Overall oder Anzug, Oberkörper. Einseitig bedruckter Kopf und eine Kapitänsmütze, so wie sie sich gehört. Schöne Figur. Auch hier gibt es einen Ersatzteil, nämlich diesen roten, nennen wir Zahnstocher, der extra dabei ist. So, Highlight-Figur Nummer 3 wahrscheinlich oder Nummer 2 ist hier unsere Ritterin. Und die hat so viel Zubehör mit dabei, dass sie gar nicht alles halten kann. Wir haben eine schwarze Platte natürlich hier auch wieder. Wir haben dann einmal das Schild. Richtig witzig finde ich hier das Steckenpferd mit dem alten kleinen Kopf, mit dem Pferdekopf von den alten Lego-Pferden, das jetzt hier eben in klein aufgedruckt ist. Dann habe ich ein pearl-goldenes Schwert, das auch nochmal dabei ist. Also einmal Ersatz. Ich habe auch diese hier einmal als Ersatz noch mit dabei. Dann gibt es einen doppelseitig bedruckten Kopf. Endlich mal wieder so ein Ritterhelm hier zum Aufklappen in Pearl Gold. Ich glaube, der war auf Bricklink jetzt bis dato auch richtig, richtig teuer. Dann hier den Brustharnisch, der auch super ist. Und darunter, zur Freude aller Minifiguren-Fans, ist der Oberkörper eben auch bedruckt und zwar beidseitig. Und dann habe ich noch graue Beine in graue kleine Beine, die sonst ja hier eher bei Harry Potter vorkommen. Also, das hier ist eine absolut mega coole und super geniale Figur. Ein bisschen schade finde ich, dass jetzt hier das Ganze so rosa angehaucht ist, weil natürlich man in der Ritterwelt das zwar mal gebrauchen kann, aber eben nicht unbedingt als Army Building. Vielleicht gibt es da aber bald ja mal wieder eine kleinere Ritterserie von Lego und dann passt auch zum Beispiel so ein Drachen hier mit dazu, der die letzte Figur ist und auch der ist super gelungen. Mit dem Schwanzelement hier, was genial ist, dann den Flügeln. Gab es, glaube ich, schon mal bei den Gargoyles oder sowas. Und dann habe ich hier ein neues Drachenkopfelement mit zwei Zähnen hinten drin als Hörner. Einen doppelseitig bedruckten Kopf. Das hier der grüne Oberkörper ist vorne bedruckt. Die Beine haben hier Tatzen noch bedruckt. Und ja, leider kommt der ohne Zubehör daher. Vielleicht noch irgendwie so eine Feuerstelle oder sowas wäre cool gewesen, aber auch so ist es eine tolle Figur. Ja, das sind die 12 Figuren der Minifiguren-Serie 23. Hier seht ihr sie nochmal. Und wenn wir uns jetzt ja, die nochmal im Detail anschauen, sind für mich eigentlich 5 Figuren herausragend, muss ich sagen. Und zwar ist das zum einen die Ritterin, aufgrund der fantastischen Zubehörteile und der Figur im Allgemeinen. Dann den Nussknacker, einfach weil bald Weihnachten ist und weil er so super genial aussieht. Dazu passend die Weihnachtselfin, auch vor allem aufgrund des Zubehörs. Dann finde ich den Schneemann super, vor allem wegen der Überraschung, dass darunter eine Minifigur steckt. Und letzte Figur, die ich auch richtig toll finde, alle anderen sind nicht schlecht, ist das Drachenmädel hier, weil das Kostüm einfach genial aussieht. Genau, das sind so meine Top 5. Danach kommen viele andere. Schwächste Figur finde ich diese hier, gefolgt vom Popcorn-Jungen, weil da das komplette Zubehör fehlt. Alle anderen bewegen sich so ungefähr auf einer Ebene mit Highlights wie Zuckerstange oder dann eben auch hier dem Rentierteil oder dem bedruckten Sack, Kapitänsmütze etc. Also alles in allem eine wunderschöne Serie ohne Lizenz, die, glaube ich, viele, viele Fans und Anhänger haben wird. Und ich freue mich jetzt schon auf die vielen Fotos, die da wieder auf Instagram von den einschlägigen Minifiguren-Fotografen entstehen. Genau, das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich mich sehr freue. Ich habe die Serie jetzt hier. Ab 1.9. ist das Ganze auch in jedem Laden verfügbar. Ihr könnt die ganze Box oder eben auch einen einzelnen Blister oder dieses Sixpack bei uns jetzt, dieses Sixpack hier mit der 7136, könnt ihr bei uns jetzt im Shop schon vorbestellen. Und es wird euch dann direkt zum Release geliefert. Wir erwarten in Kürze die Lieferung. Das hier sind jetzt die Review-Exemplare, die wir vorab von Lego bekommen haben. Vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe,
dass ihr die Serie genauso cool findet wie ich. Und bedanke mich fürs Zuschauen, hätte ich jetzt fast schon gesagt, aber ich habe euch ja versprochen, dass wir die Sechserbox noch aufmachen. Dafür schiebe ich mal eben die Figuren zur Seite und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann machen wir mal weiter mit der 71036 und verpackt ist das Ganze in einem recht unschönen Karton, will ich jetzt mal sagen. Ist eher was für die Hardcore-Minifiguren-Sammler, die sagen, jo, ist eine andere Artikelnummer, außenrum brauche ich einen Karton von. Habe ich früher auch so gesammelt. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Wir haben jetzt hier drin als erstes, die baue die jetzt mal nicht auf, eine Weihnachtselfin. Wobei ich baue sie dann nachher wahrscheinlich doch auf. Aber als nächstes die Zuckerstangenmädel. Dann kommt die Ritterin. Dann der Popcornjunge. Und als letztes schauen wir mal der Wolf. Genau, so. Das sind jetzt also 6 Tüten, 6 verschiedene. Und es hält sich ja die Theorie, die ich beim letzten Mal aufgestellt habe, dass wenn man diese 6er-Boxen hier, die in einer, in einem 8er-Karton kommen, also 8 solche 6er-Boxen, wenn man die richtig aufmacht, dass man dann passende Figuren zueinander hat. Und das probieren wir jetzt mal aus, indem ich behaupte, dass das hier dann die nächsten 6 sind. Das stimmt leider, glaube ich, nicht immer. Aber das können wir jetzt hier mal ausprobieren. Sobald eine sich doppelt, höre ich auf. Gucken wir mal. Zahlen wir die Weihnachtselfin. Haben wir noch nicht. Dann oder ist das das, was wir schon hatten hier? Der Zuckerstangenmädel, hatten wir das schon? Weihnachtselfen, Zuckerstangenmädel kommt mir doch bekannt vor. Ne? Weihnachtselfen, Zuckerstangenmädel, jo. Dann stimmt das schon mal nicht. Dann habe ich noch einen Versuch und gucke mal, ob es vielleicht diese Box ist. Und dann wüssten wir immer noch, in welcher Reihenfolge die Boxen zusammengehören. Wenn das jetzt auch nicht passt, dann gebe ich auf. So. Aha, sieht besser aus, ne? Das ist der Drachen oder die Drachenfrau. Next one. Ups. Ist der Kapitän. Super. Dann habe ich hier das Rentier. Dann haben wir diese Litfaßsäulendame. Genau, also das sieht jetzt ganz danach aus, als wäre das hier der Counterpart zur ersten Box. Genau, dann haben wir nämlich hier den. Ne, dann haben wir hier den Wolf wieder. Der ja da drüben gerade schon mal drin war. Und hier wieder den Popcornmann. Also, die 6 Sixpacks passen nicht. Die sind wahllos zusammengewürfelt, will ich jetzt mal sagen. Damit hat sich das Experiment zerschlagen. Kauft euch diese 71036 also vor allem dann, wenn ihr Minifigurensammler seid und auch auf Kartons Wert legt, weil dann habt ihr hier nochmal diese seltene oder relativ seltene Box. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Es geht vor allem um diese wunderschönen Minifiguren hier, ab 1.9. erhältlich und jetzt schon vorbestellbar bei uns. Schaut ansonsten auch in die anderen Videos von uns. Wir haben Harry Potter, Star Wars,
Technik, Ninjago, alles Mögliche an Neuheiten, die jetzt in den letzten ein, zwei Monaten erschienen sind, die wir jetzt nach und nach reviewen. Und ansonsten freuen Philipp und ich uns ja immer auf einen Besuch im Spielzimmer von euch. Genau, das soll es soweit von mir gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.